Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Survival. Es ist wieder Nacht, das heißt, ich muss das nochmal irgendwie besser timen. Mal, wenn wir rausgehen, müssen wir erstmal pennen gehen. Ja, ein weiterer Part. Wir hatten ja hier zuletzt das Skelett gekillt und jetzt haben wir sogar zwei. Ist auf jeden Fall eins meiner To-Dos für eine der nächsten Folgen, dass ich nochmal die Monsterfalle ein bisschen aufpimpe. Ich wollte jetzt aber trotzdem auch nochmal Holz abfällen, genau, weil ich die Schafszucht, die ich ja in der letzten Folge begonnen habe, nochmal ein bisschen ausbauen möchte. Also den Viechern ein bisschen mehr Platz geben. Und dafür muss ich erstmal hier meine ultimative Baumfarm ein bisschen abholzen. In der man aber nicht reinkommt. Holz dürften wir danach erstmal wieder genug haben. Ich hoffe jetzt mal nur, dass auch ein paar Saplings abfallen, damit wir das Ganze hier dann auch wieder neu pflanzen können. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum das alles so komisch verwinkelt hier ist, dann das hat schon seinen Grund. Das ist nämlich extra so angepflanzt worden, damit es am effektivsten ist, dass quasi dieser Sapling von jeder Seite aus mit Licht mehr oder weniger bestrahlt wird, um ein optimales Wachsverhalten letztendlich dann zu gewährleisten. Und auch das ist dadurch gesichert, dass im Inneren letztendlich keine Mobs spawnen können. Auch das kann ja passieren, wenn unter dunklen Bäumen oder so hat ja jeder schon mal irgendwie einen Creeper oder ein Skelett oder ein Zombie oder whatever letztendlich dann gefunden. Und das passiert bei diesem Ding nicht. Ansonsten habe ich oben noch ein Dach reingezogen aus Glas, damit auch nicht diese Monsterbäume letztendlich dann entstehen. Was dann ja auch gar keine Freude ist, sowas mal abzufahren. Nehmen wir den hier noch mit? Ja, komm, nehmen wir den hier noch mit. Das Gefühl, ansonsten würden die Blätter nicht alle weggehen. Da haben wir schon den ersten Sapling. Den lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich sollte mir hier vielleicht mal... Jo, da haben wir also ordentlich Holz. Ich sollte mir hier mal irgendwie eine Werkbank mal hinmachen, dass ich auch mal draußen letztendlich was craften kann. Packen wir die denn mal hin. Ach, warum nicht hier? Platz haben wir ja genug. So, dann machen wir mal hier. Das war jetzt so klug. Stickies, würde ich sagen, brauchen wir. Und jetzt ist wieder die Frage der Fragen, wie macht man Zaun? So auf jeden Fall nicht. So wahrscheinlich auch nicht. Alter, Junge. So. Zaun. 51 Zäune, das dürfte, glaube ich, reichen. Wir müssen eh wahrscheinlich... Oh, ein Apfel. Ja, gib mir her. Gib. Wir müssen wahrscheinlich eh hier noch ein bisschen was ausbessern. Habe ich noch Gravel? Gravel habe ich. Dann machen wir es doch gleich schön. Hier mal Gravel rein. So, kann ich nichts mehr aufnehmen? Anscheinend nicht. Dann müssen wir hier auch noch einen Weg runter machen, ne? Egal, machen wir die restlichen vier Gravels einfach mal hier hin. Zack, 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 zack. Was mich dazu führt, dass wir hier noch ein bisschen mehr Sand abfarmen müssen. Sand. Oh Mann. Wow. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Und da kann es noch einen weiter. Da wir bestimmt hier mal so einen Weg machen werden, mache ich das da auch schon mal weg. Ist ja schnell gemacht. Wir haben noch nicht mal irgendwie eine verzauberte Schaufel oder irgendwas.
Ja, in einem anderen Video habe ich schon gesagt, da aber ja vielleicht nicht jeder meine anderen Minecraft-Videos sich anguckt, sondern vielleicht ja das hier ganz spannend findet, sage ich es hier nochmal, ich habe jetzt mittlerweile den Star-Wars-Film im Kino gesehen, ihr vielleicht ja auch schon. Ich finde ihn richtig gut, was mache ich denn hier? Ich finde ihn richtig gut, besser auf jeden Fall als die neueren Teile, die danach gedreht worden sind. Also die Prequels, wenn man so will. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Das waren jetzt 2 Stunden im Kino, die absolut sehenswert wären, sag ich jetzt einfach mal. Ich will auch nicht spoilern, also es gibt ja durchaus sicherlich noch welche, die die Filme noch nicht gesehen haben. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke mal, man wird nicht enttäuscht. Man sieht alle alten, liebgewonnenen Charaktere wieder. Und es ist eine Menge Action dabei. Es ist jetzt auch nicht zu abgedreht. Also schon eine interessante Story. Und ganz klar können wir uns sicherlich in Zukunft noch auf weitere Filme freuen. So, kann ich die Viecher jetzt schon wieder breeden? Ja, okay, komm. Okay, das haben wir also auch schon mal geschafft. Könnte ich hier eigentlich noch mal ein bisschen Erde abfarmen? Ich denke mal, die oberste Platte, die kann man abbringen. Ja, also wie gesagt, Star Wars habe ich gesehen, kann ich empfehlen. Guckt euch das auf jeden Fall an. Da wird es ja auf jeden Fall in Zukunft mehr geben. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich ein Spiel zum Film? Gab es doch früher eigentlich immer, oder? Aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht wollte man auch noch nicht so viel spoilern. Keine Ahnung. So, wir sind hier weiter am Chaos Dreck abbauen. Können auch schon nichts mehr aufnehmen. Ich mach mal den Zucker weg. Oh, gib mir das XP-Ding. Komm, XP, komm. Brav. So, haben wir denn hier noch Saplings, dass wir Saplings wieder pflanzen können. Zack, 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 zack. Äpfel nehmen wir auch mit, wunderbest. So. Na, ob das reicht hier für die ganze Bude, das glaube ich aber eher weniger. Da ist noch einer. Zack. So, hier hin. Mal den dahin. Okay, da haben wir das auch. Können wir hier unsere beiden Dinger noch mal an irgendwelchen Kühen auslassen? Das ist auch weg. Sehr schön. Habe ich denn noch irgendwie Gravel? Nein, ich habe jetzt auf jeden Fall wieder Erde. Das ist schon mal gut. Packen wir Erde. Packen wir mal hier zur Dekoration. Was haben wir hier noch für ein Loot Crumb? Loot. Loot. Das ist kein Loot. Kein Loot. Nö. Aber können wir hier wieder ein bisschen Holz wegpacken. Zack, zack. Den einzelnen Zaun packen wir auch mal weg. Das auch. Sticks. Ja, okay. Packen wir mal dahin. Oh, wir können jetzt ja Pfeile machen. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Wo war das denn? Da. Federn. Hier ist unsere Essenskiste. Okay. Und größere Felder will ich auf jeden Fall auch noch anbauen. Man hat ja letztendlich den Platz. Und warum soll man es dann nicht einfach machen? Yo. Das war doch gut. Was brauchen wir jetzt? Flint brauchen wir, ne? Okay, Flint brauchen wir. Ne, Essen ist es nicht. Monsterloot. Packe ich es da mal rein. Werkzeuge und Rüstung. Da sind 15 Pfeile. Dann machen wir das mal so. Füllen wir das da mal auf. Obwohl, das kann ich eigentlich für die Mobfalle nehmen, wenn ich da mal irgendwo rauf kloppe.
Und dann füllen wir hier nochmal das Wasser auf und dann geht wieder ein Simple Minecraft Day quasi zu Ende. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall hoffentlich in der nächsten Folge wieder, obwohl das können wir eigentlich hier als Prozedere machen, dass wir mal am Ende der Folge hier nochmal einmal auf die Monster rumkloppen. Der hat Gott sei Dank nur XP fallen lassen, was super ist, weil dieses komische Gehirn braucht eh keiner. Also dieses Zombie-Fleisch meine ich jetzt, das Rotten Flesh. Von daher würde ich sagen, beende ich diese Folge an dieser Stelle. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr einen Kommentar, einen Daumen oder whatever da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.